heute melde ich mich hier von der argentinischen Seite der Wasserfälle. Ich bin heute Morgen von Brasilien hier rübergekommen. Das war alles gar nicht so einfach, weil man hier natürlich nichts mit der brasilianischen Währung bezahlen kann, sondern mit der argentinischen. Und der Wechselkurs an der Grenze natürlich wahnsinnig schlecht ist. Und dann bin mit jemandem hergekommen, der nur Pfund und Euro hatte. Und man kann aber hier nur die brasilianische Währung umtauschen. Es war alles ein bisschen kompliziert und dann ist auch noch Samstag und dann hatten die teilweise geschlossen. Und es hat ewig gedauert, bis ich endlich hier reingekommen bin. Aber jetzt bin ich hier und es ist echt nicht uncool, muss ich sagen. Das hier hinten, was ihr seht, da geht es runter, steil. Also ich bin ganz oben bei den Wasserfällen. Wenn ich hier rüber gehe, da hinten seht ihr den Teil, den habt ihr in meinem letzten Video auch schon gesehen, von der anderen Seite. Und das da hinten, also ungefähr genau da stand ich, als ich das Video vor 4 Tagen gemacht habe. Es ist schon sehr interessant, einfach nur von der anderen Seite zu sehen und aber in einem ganz anderen Land zu sein. Ja. Morgen geht's weiter. Morgen fahre ich nach Buenos Aires. Also nachher fahre ich erstmal wieder rüber nach Brasilien. Und morgen dann nach Buenos Aires. Der Bus fährt 17, 18 Stunden. Mal schauen. Wird bestimmt lustig. Ja, soweit heute. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Hallo. Jetzt muss ich mich doch noch mal melden, weil der Ausblick hier gerade einfach so wahnsinnig fantastisch ist. Und ich ja vorher nicht wusste, wo er am besten ist. Und ich deswegen einfach da gemacht habe, wo ich es gut fand. Jetzt bin ich gerade noch so 2 Stunden unterwegs gewesen hier in diesem Park. Bin super vielen Tieren begegnet. Und habe jetzt diesen unglaublich genialen Ausblick. Es ist einfach fantastisch. Und das muss ich jetzt einfach noch hinzufügen zu meinem heutigen Vlog. Ja, ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Es ist echt traumhaft einfach. Also, dann nochmal tschüss und bis bald. Olha que esperto.
Ja, hier ist ja.